Stellt euch einen Wiener Tramwagen im Jahr 1983 vor. Ursprünglich wollte das vom Josi da aufbauen lassen, aber war es gescheitert an den technischen Möglichkeiten. Es sitzen drei Fahrgäste drinnen. Die anderen sind wahrscheinlich mit dem Auto gefahren, weil es billiger war. Von diesen drei fallen zwei, einem gelernten Österreicher, sofort auf. Zusammengewachsene Augenbrauen, stechender Blick, Knoblauchgeruch. Naja, sie sehen ja alle gleich aus. Wie die Chineser, die Japaner und die Neger. Aber wir Herrenmenschen, wir unterscheiden uns voneinander. Einer schierer als der andere. Diese zwei offensichtlich südländischen Individuen sitzen also in der Tramwe. Der dritte Fahrgast ist ein österreichischer Herrenmensch, der aber genau das gleiche Kleiderpaar sagt, glaubt wie die zwei anderen. Entschuldigen bitte, Wotaliastraße. Lass mal in Ruhe. Du musst lesen da. Musst gucken für Information. Immer lesen, bin aktuell. Immer gucken. Kollege, wo muss... Entschuldigen, bitte, Wotaliastraße. Kollege, was muss Wotaliastraße? Was machen? Für so eine Arbeit. Wotaliastraße. Andres Baustelle, da muss da nichts vor, muss anderes dran sein. Warum? Kollege sprechen, muss fahren hier, muss fahren die Straßenbahn. Kollege immer spricht, dann nichts weiß davon, nichts auskennt da. Ich weiß, da nichts fahren, muss auf in 16. Bezirk, muss anderes dran sein. Bitte, wo muss fahren? Du nichts weiß davon, auskennt da. Wo kommst du überhaupt her? Kosovo? Nein, Türkischmann. Jesus Maria, Himmeltier, groß, bist aufgekommen, jetzt erst. Nein, ich schon bleibe in 5 Jahren, immer gut Baustelle. 5 Jahre gut Baustelle, jetzt fertig. Ihr bämte Bogan, 5 Jahre ist schon da, nichts weiß davon auskennt er. Deutsch auch nichts kann da, nicht an ESA. Bitte, wo muss fahren? Muss so eine Arbeit. Suchen Arbeit. Hast keine Arbeit. Hockenstadt. Nichts verstehen, Hockenstadt. Arbeitslos. Ja, Firma kaputt. No, schlechtes Firma. Kann man nichts machen. Muss zurück in Türkei. Kann man nichts machen. Nein. Nichts zurück Türkei. Muss bleiben hier, muss Arbeit. Nichts Arbeit Türkei. Muss Arbeit hier, muss essen. Muss Frau, muss Kinder, muss essen. Du deine Frau auf, ich bring da. Ja, muss kommen, nichts wieder allein bleiben, Hanifi. Muss kommen, Frau, muss kommen, Kinder. Ma, lieber Kimmeldirk, ja immer auf, ich bring da Frau, nichts Arbeit. Was Arbeit, deine Frau? Meine Frau, Arbeit Hause, immer Hause, muss Kinder, muss kochen, muss essen für Kinder, muss alles. Und dein Kinder? Dein Kinder wo? Mein Kinder, gut Kinder, mein Kinder, Sonderschule. Je bämte Kimmeldirk, nix Deutschkantler, muss Kinder, Sonderschule. Mein Kinder, gut Kinder, mein Kinder, B-Zug. B ist besser. Wird einmal besser haben, mein Kinder, wenn brav in Schule. Und ich besser, wenn brav in Arbeit. Muss immer machen, immer spricht er Danke. Immer alles machen, heute für Arbeit. Bitte, ich auch alles machen für Arbeit. Alles machen für Arbeit. Aber Kimmeldirk, immer nichts macht er alles für Arbeit. Immer Probleme mit Kimmeldirk. Du nichts esst er alles. Du nichts esst er den Burneidl. Du nichts esst er Schweinefleisch. Du nichts trinkt er Spritzer. Ich immer trinkt er Spritzer, wenn Chefi sagt. Prost, Chefi. Ich immer trinkt er Spritzer. Du nichts trinkt den Alkohol. Du immer beten alles. Mohammed Amisch. Immer alle. Immer Probleme mit Kimmeltier. Du nicht sprechen, ich Gutmann, Türkischmann Gutmann. Du nix Gutmann, ich Gutmann. Immer Leiwand, spricht der Chef. Wann arbeiten im Fusch am Wochenende? Muss viele Überstunden, spricht der Chef. Sonst Firma kaputt. Du Frau? Ich Gutfrau, mein Frau Hausmeisterposte. Immer putzt er alles, stieg ein Haus und alles und immer guckt er, wann Leute kommen. Immer alles guckt er, wie wienerisch Hausmeister.
Kümmert dir immer alle Schlampen. Du nicht sprechen auf Türkisch, Mann. Du nicht sprechen, schlimme Mann. Ich spreche dann, was ich will, ja? Da gib mir Ruhe da. Ich nicht schimpfen. Bist du deppert? Du nicht sprechen, deppert auf Türkisch, Mann. Du nicht sprechen, deppert. Ich gut, Mann, Türkisch, Mann. Willst vielleicht aufbuddeln? Willst vielleicht stecken mit Messer? Ich nicht stechen mit Messer. Ich gut, Mann. Du nicht sprechen, deppert auf Türkisch, Mann. Ich spreche dann, was ich will. Wenn du aufbuddeln willst, dann schleich dir aus. Geh heim in Türkei. Schleich dir aus. Ist eh schon viel Gastarbeiter gesindelt. Schleich dir aus. Tschusch. Ja, wird es zwei Ruhe geben da? Es zwei Blutacken? Es verwarztes Zindel? Schleicht euch aber da. Gefrasst ihr beieinander. Den Arbeitsplatz nehmt uns weg. Den Tramwehrplatz am Ende auch noch. Entschuldige, bitte, wo die Talierstraße? Ich werde dir gleich zeigen, wo die Talierstraße ist. Geh mal raus mit dir. Hau dir einen in die Wagen. Auf am Südbahnhof. Und ab in die Heimat mit dir. Bravo, Chefi. Du gut, Sprechner. Du gut, Chefi. Schleich dir aus, Kimmel, Dirk. Geh mal heim in Türkei. Auf in die Wagen. Auf in Südbahnhof. Schleich dir aus. Und du kannst gleich mitfahren. Hau dir auf die Gastarbeiterstrecke und da stehst du. Geh mal raus mit euch zwei. Da ist er heute. Schleicht euch. Ausländer raus aus Österreich. Ausländer raus aus Europa. Ausländer raus aus dem Ausland.